Hallo und herzlich willkommen bei Falkos Lieblingsprodukten. Heute stelle ich euch die Pixar Story vor, beziehungsweise den ersten Teil der Pixar Story, und zwar von den Anfängen bis zu Cars von 2006. So, dieses Buch gibt es nur im Disney Store. Und ja, wie gesagt, es ist schon etwas älter, aber lohnt sich auf jeden Fall, weil die Anfänge von Pixar sind halt im Prinzip das, was wirklich interessant ist. Ja, und da sieht man dann auch die Geschichte zu den Tagen, wo sich das Studio erstmal selbst definiert hat. Und wo es quasi, wo jeder Film etwas Besonderes war. Nicht mehr so wie heute, wo es halt, wo eine Fortsetzung die nächste jagt. Ja, das Ganze kostet 65 US-Dollar, aber es lohnt sich, denn das Buch ist verdammt schwer und der Inhalt ist total genial. Ja, und wie es sich für Pixar gehört, ist es natürlich auch sehr schön bebildert. Also hier sieht man zum Beispiel eine der ersten Grafiken, erstellt wurden. Und es beginnt halt wirklich mit den Geschichten zu den Köpfen hinter Pixar, also zu den Gründern von Pixar, hier in dem Fall Ed Catmull. Ja. Und dann sieht man halt auch zum ersten Mal, also das hier ist übrigens ein Spezialeffekt aus Star Trek, soweit ich das erkennen kann. The Wrath of Khan, genau, der Genesis-Effekt. Also wird halt auf einem Planeten eine Waffe abgeschossen und da entsteht dann quasi eine Fauna und Flora. John Lasseter. Ich beschleunige das mal ein bisschen. Ja. Ja, Steve Jobs in seiner Hochzeit. So, und dann kommt es halt schon zu den ersten Filmen, ne? Also der Kurzfilm mit der Lampe, den kennt jeder, der ist auch heutzutage das Logo von Pixar, wie es alles aufgebaut wurde. Und hier geht es jetzt richtig los, Toy Story, aha. Ja, über die ganzen, also hier steht wirklich alles von den Anfängen bis zum fertigen Film, also welche Schwierigkeiten es gab. Ja, hier die ganzen Regisseure, die kennt man halt auch inzwischen. Ja, hier machen wir ein Storyboard zur Landungssequenz. Das Tolle ist halt auch wirklich, also dass man halt auch versteht, wie es überhaupt zu diesen Filmideen kam und wie so ein außergewöhnliches Studio überhaupt so groß werden konnte. Ja, also man denkt ja immer, ach, die waren damals schon groß, schon bei Toy Story oder bei Das große Krabbeln, aber es ist gar nicht der Fall. Also da hatten die noch ganz schön zu kämpfen, also auch was die Fragen der Belegschaft anging. Und ja, also zu jedem Film gibt es natürlich auch einen Kurzfilm. Toy Story 2, die erste Fortsetzung. Ja, die Pixar-Universität ist auch nochmal sehr interessant. Also was da alles für Kurse angeboten werden. Ja, so sehen die Räumlichkeiten da aus. Ja, und Monsters Inc. Großartiger Film. Ja, also da merkt man noch so dieses Individuelle, dieses Besondere. Ja, ein paar Maquette-Figuren. Ja, die Kurzfilme, Finding Nemo, einer meiner Favoriten. Und die ganzen Artworks. Ja, das ist einfach großartig. Also ich blätter das immer wieder gerne durch. Also hier sieht man halt auch die Geschichte der Spezialeffekte.
die halt mit diesen Render-Softwaren, die die Pixar damals entwickelt hat, erstellt wurden. Ja, und wie gesagt, das Ganze endet mit Cars. Ja, also bis zum Wendepunkt, an dem nicht klar war, ob Pixar und Nintendo, ob Pixar und Disney jetzt weiter zusammenarbeiten und wie es dann weiterläuft. Ja, also es war, hier sieht man halt auch die ganzen Besprechungen zu den Oscar-Verleihungen und überhaupt zu dem Wendepunkt, in dem halt Disney Pixar übernommen hat. Es hätte auch anders kommen können. Dann sehen die Filme heute vielleicht auch anders aus, aber vielleicht gibt es dann auch gar kein Pixar mehr. Nun gut, also das war's von mir und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.